Wie war denn der Bayerische Platz damals? Was war das für eine Gegend? War eine noble Gegend, schöne Gegend. Meine Mutter hatte da eine Weinhandel gehabt und hat sich, da kamen jeden Tag Kunden und die beschwerte über mich, weil er die Macht hat, wir Dummheiten nicht. Aber war eine gute Gegend und ich war mal nach der Schule bei meiner Mutter in der Bayernung und waren gut Kinderladen. Und dein Vater hat ja auch da gearbeitet? Nein, mein Vater war selbstständig, der hat eine Schiller-Herrchenfabrik gehabt mit 25 Angestellten, Klempner, Schlosser, Maler, Monteure, Schriftenmaler und Kraftfahrer. Und wir haben viel für Schulters gearbeitet und da war ich wieder Lehrling, bin dann Geselle geworden und sollte später die Firma übernehmen. Als Schriftenmaler, oder? Also ich war gelernter Schriftenmaler, habe einen Gesellenbrief erlangt als Schriftenmaler, sollte die Firma dann übernehmen. Habe es aber nicht übernommen, weil ich selbst allein war mir zu früh noch, zumal ich im Nationalkader war, ich boxte für Deutschland. Da war ich viel auf Reisen und hatte nicht einen Nerv für so ein Geschäft damals. War 1970 war es. 69, 70. Und hast du die Firma verkauft später, oder? Und mein Vater hat die verpachtet später. Ist aber reingefallen auf den Pächter, war ein Wirtschaftsverbrecher. Der hat mein Vater verklagt, hat er gewonnen. Aber weil er 16. Schulden hat er nie Geld gekriegt, nicht? Der hat 2 Jahre in der Pacht gezahlt. Hat er die Firma verkauft, aber war die Firma selber vom Namen nachher schon ruiniert. Er konnte bloß die Hallen verkaufen, die Autos und so weiter, was dann auch waren, nicht? Da verkauft die Firma. Aber hast du Steppke quasi ganz Berlin kennengelernt, weil du mitgefahren bist bei Montage auch, oder? Ja, auch, ja. Ich war ja in Scholz, wir waren früher noch im Gogo-Mobil, ein Dreirad-Auto Auto mit 3 Rädern, mit Opa neu gefahren, weil ich 8, 9, 10 Jahre alt fand ich immer prima mit meinem Vater und meinem Opa ein Auto Montage zu fahren. Ich selber habe Kinoreklame montiert mit der Firma Heinz Werner, weltbekannt. Der einzige in Deutschland, die noch Kinoplakate malen, der ist in Wedding, hat in der Firma noch seinen Sitz. Und da habe ich immer auf dem Zoopalast gestanden und mit dem Seil die schweren Schilder hochgezogen. Wenn sie das erste Mal besprüht worden sind, waren sie sehr leicht, aber wenn sie schon 10 Mal besprüht worden sind, war die Farbe so dick, weil die Tiere schwer und kaum holprig. Mama hat der Wind die weggezogen, da musste so ein Leinen abgehalten werden, festgehalten werden. Weggeflogen, auf Auto geflogen, die Schilder und so. Da musste es immer angedrahtet werden, hinterher musste ich auf die Rüstel dann. War ein bisschen gefährlich. Teilweise glitschig, im Winter gerutscht und so. Und dann war überredet, dann ist der Draht hier geknackt. Aber trotzdem Spaß gemacht, diese Kinowerbung da zu befestigen. Da haben wir aber Gratiskarten, Freikarten gekriegt und so. War eine wunderbare Zeit. Aber ihr warst schon eigentlich eine gut begüterte Familie, ne? Also ihr hattet schon Kohle. Ja. Naja, im Großen und Ganzen ja, aber es gab auch Phasen, wo mal weniger Geld da waren, aber es kam nur in Schüben, so wenn alle bezahlt haben, nicht? Mama musste mein Vater rennen, Weihnachten alle abkassieren, damit er Weihnachtsgeld hat. Also alle Angestellten Weihnachtsgeld geben und bezahlt die Löhne und wir selber hatten kaum Geld, nicht? Also so Phasen gab es auch, nicht? Aber mein Vater hat immer wieder Geld gehabt. Zum Beispiel, eine Sache erinnere ich mich, er wollte mal nach Spanien in Urlaub fahren, kurzfristig mit meiner Mutter. Und sagt meine Mutter, Mensch, Papa, wir haben mehr kein Geld. Das ist scheiße, ja, wir haben einen Kredit, 10.000 D-Mark. Und zahlen wir wieder ab. Er hat den Kredit geholt über 10.000 D-Mark, damit er in Urlaub fahren kann mit uns. Meine Mutter fand es unmöglich, aber er wusste, die Geld kommt mir rein, hat sich abgezahlt, nicht? Er war ein Lebemann, er wollte leben, ne? Aber ein guter Vater eigentlich. Streng, aber gut, nicht? Er durfte mich nie lange rumtreiben und keine Dummheiten machen und der sagt, du rauchst nicht und du trinkst nicht, sonst auf keinen Fall nicht. Das ist das Letzte. Ich habe nie in meinem Leben eine Zigarette geraucht, ich habe noch nie in meinem Leben einen Tropfen Alkohol getrunken. Kein Bier, kein Sekt, kein Wein, kein Rum, keine Brot und Nüsse, noch nie mal kein Tropfen.